Hi Leute, heute wollte ich euch ein kleines persönliches Update geben und euch erzählen, wo es für mich den Winter dieses Jahr hingeht. Ja, ich wollte ein paar Dinge heute in dem Video erzählen, was bei mir gerade so los ist, was so passiert ist. Und auch wo es für mich den Winter hingeht. Und ja, aber zuerst mal, vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass das Bild nicht ganz so gut ist, weil meine Kamera ist kaputt. Ich habe noch ein paar Videos mit der alten Kamera aufgenommen. Ich hatte eine Nikon Coolpix S900 irgendwas oder so. Auf jeden Fall hatte ich die jetzt 2 Jahre lang. Und ja, die ist mir öfter einfach mal ein bisschen runtergefallen und so Sachen. Und da waren ein paar Dellen drin. Und ich hatte damals, weil ich eh wusste, ich nehme die überall hin mit, ich nehme die an den Strand mit, in Thailand und so weiter. Und hatte damals eine Versicherung irgendwie abgeschlossen für solche Schäden, wenn was kaputt geht. Und ja, jetzt hatte ich sie wieder abgegeben im Laden wegen Reparatur. Und dann ja, haben sie jetzt eine Mail geschrieben, so, dass es total Schaden ist. Und jetzt habe ich einfach das Geld zurückbekommen. Das waren irgendwie 250 Euro. Genau. Aber jetzt ja, muss ich mir erstmal eine neue Kamera besorgen und habe mir so lange hier eine erstmal geborgt. Und ja. Jetzt mal schauen, was ich mir für eine hole. Also wenn ihr da irgendwie Tipps habt, was für eine Kamera. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen rumgeschaut und wo ich letztes Jahr in Thailand war, hatte Ramona Heinze, genau, die hatte hier diese typische Vlogger-Kamera 7GX und da gibt es glaube ich jetzt den Nachfolger und da habe ich schon überlegt, ja, die mir zu holen, ist halt natürlich jetzt eine andere Preisklasse, so, mal schauen, ob ich das mir gönne, so. Ist natürlich für euch auch schön, für die Videos, aber ich denke schon, dass ich mir die dann holen werde. Genau, aber wenn ihr ansonsten mal, ja, Infos habt, welche Kameras noch gut sind, genau. Bei der 7GX, das fand ich halt wirklich schön, das hatte ich auch bei Ramona gesehen, wo wir ein Video zusammen aufgenommen hatten, dass die Belichtung einfach, ja, so gut ist, dass selbst wenn es dunkel wurde, meine Kamera war da dann schon, ja, total dunkel das Bild. Und bei ihr war das heller als mit den Augen eigentlich. Oder ja, kein Vergleich so. Also damit kann man auch, wenn ja die Belichtung mal schlechter ist, gut Videos machen. Und das ist wirklich was, wo ich merke, auch wenn ich irgendwie daheim Videos jetzt mache, gerade im Winter, wenn es nicht so lang hell ist, dann ist es wirklich schöner, da irgendwie ein schönes Bild zu haben. Und ich denke, das ist für euch auf jeden Fall auch schöner. Ich verlinke die Kameras mal unten drunter, falls es jemanden interessiert. Und wenn ihr euch damit auskennt, ich bin dankbar über Tipps, was es da noch so gibt. Genau. Eigentlich hatte ich nicht vor, ja, oder war gar nicht geplant, großartig Geld jetzt für eine Kamera auszugeben. Aber ja, ich denke mir, wenn, dann wollte ich mir eine richtige anschaffen. Genau. Ist, wie gesagt, auch schöner für euch, für mich. Dann macht das Video machen gleich mehr Spaß. Die wäre auch kleiner, als die ich vorher hatte. Genau. Mal schauen, welches dann wird. Ja, das war eben jetzt am Freitag, genau, also heute war ich jetzt im Laden. Das Video jetzt werde ich wahrscheinlich am Sonntag erst hochladen und da ist auch Erntedankfest, habe ich gesehen. Und es ist der 1. Oktober und da geht nämlich auch, genau, das ist das andere, wo ich euch auch noch kurz dran erinnern wollte, da geht die Anmeldung fürs Fasten, für unser Fastenretreat im Herbst los, ich mit Kathi organisiere. Dazu habe ich auch schon eine Videoreihe gemacht, die verlinke ich mal in der Infobox, genau. Herbstfasten, und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, das ist in der Rhön, mitten in Deutschland, für jeden gut erreichbar. Und da werden wir einfach, ja, 8 Tage lang eine schöne Zeit zusammen verbringen, gemeinsam 3 Tage lang fasten. Und es geht eben mehr darum, dass wir euch dabei vermitteln möchten, ja, wie man richtig fastet, wann man fasten sollte und dass das vor allem kein Wettkampf ist.
dass da jeder auf sich hören sollte. Wir machen extra 2, 3 Tage eben Entlastungstage, die ersten, und dann 3 Tage Fasten und dann 3 Tage wieder Aufbau. Das sind insgesamt 8 Tage. Genau. Und da geht es eben mehr um diese Hintergründe, wie das mit Entgiftung abläuft, wie man besser auf seinen Körper hört, was es da für Möglichkeiten gibt, Gifte auszuleiten, wieder das Fasten brechen und auch diese ganze Entgiftungstheorie dahinter und das, vor allem das Seelische, das Emotionale, was dahinter steckt. Die Einstellung ist dabei viel wichtiger. Also wie gesagt, ich habe es auch in der Fastenreihe nochmal erwähnt, das ist kein Fasten für irgendjemanden, der, weiß nicht, 40 Jahre lang Fleisch gegessen hat und dann nur mal kurz den Körper entgiften möchte und danach wieder genauso weiter essen möchte. So. Das ist was für Leute, die wirklich dauerhaft an ihre Ernährung umstellen möchten. Genau. Und wenn ihr da dabei sein wollt, könnt ihr euch jetzt anmelden. Genau. 2 Wochen lang geht die Anmeldung. 1. Oktober jetzt. Genau. Bis 14. Oktober. Und der Retreat ist dann, wie gesagt, in der Rhön, in einem schönen Ferienhaus. Haben da viel Bäder, viel. Gut, Küchen werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Aber hat echt wunderschön ausgeschaut. Das Haus und das Ganze findet vom 11. bis zum 18. November statt. Also wenn ihr dabei sein wollt, habt ihr noch 2 Wochen Zeit zu schauen, wann ihr euch Urlaub nehmen könnt. Und würde mich da freuen, wenn da eine schöne Gruppe zusammenkommt. Es sind schon ein paar Leute, die schon sich vorher angemeldet haben jetzt. Dann wollte ich euch, genau, vorher jetzt noch im Oktober, bin ich noch mal ein Wochenende in Frankfurt. Da wollte ich auch noch mal ein paar Videos mit ein paar Leuten machen, mal schauen. Und ich wollte mich auch mit David, ich weiß den Nachnamen, ich weiß nicht, wie man ausspricht, mit David von Green Foodie treffen. Mit dem wollte ich auch ein Video machen und wollte mal bei ihm im Restaurant vorbeischauen. Hat ihm schon geschrieben, der hat auch Lust drauf, ein Video zu machen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr auch mal das Video posten. Das ist eben das, was hier noch so ansteht. 1. Oktober, nochmal kurz ein Wochenende in Frankfurt. Und neue Kamera, würde ich sagen. Mal schauen, wie es dann wird. Und November, dann das Herbstfasten. Danach geht es dann schon bald ins Warme. Dieses Jahr gehe ich schon ja, Anfang Dezember ins Warme nämlich los. Das ist die spannende Frage zum Schluss. Wohin geht's? Und zwar wollte ich nämlich diesmal, ich habe ganz spontan mal einfach noch die anderen asiatischen Länder da so ein bisschen rumgeschaut erst. Da einfach auf der Karte rumgeguckt und wollte dieses Jahr nicht wieder nach Thailand. Das wurde mir irgendwie immer touristischer und es ist auch, ja, ich möchte, ja, wollte dieses Jahr mal irgendwie was anderes sehen. Mal auf eine andere Insel geht es diesmal und zwar nach Sri Lanka. Und da freue ich mich wirklich schon drauf. Ich habe jetzt einen Flug gebucht. Der Flug ist nämlich auch kürzer gewesen. Das fand ich jetzt auch angenehmer als nach Thailand. Und ja, 6. Dezember geht es für mich los, im Dezember, und dann werde ich mehr 2, 2,5 Monate wahrscheinlich auf Sri Lanka verbringen. Bin da schon gespannt, habe mir schon ein paar Bilder angeschaut und ja, hat echt wirklich wunderschön gewirkt auf mich. Weil ich muss sagen, in Thailand finde ich zum Beispiel den Dschungel eigentlich nicht so kräftig und auch die Artenvielfalt und alles ist nicht so intensiv. Also ich war mal in Costa Rica vor 3 Jahren, glaube ich. Genau, vor 3 Wintern war ich in Costa Rica, Nicaragua, und da fand ich den Dschungel viel intensiver, viel mehr Artenvielfalt. Und auch in Costa Rica, die Landschaft war viel abwechslungsreicher. Man hat die Pazifikküste, Karibikküste und dann die Vulkane in der Mitte, Berge und ja, einfach diese verschiedenen Naturschönheiten war wirklich genial zu sehen. Und ja. Da hat mich Sri Lanka ein bisschen dran erinnert von den Bildern. Teilweise auch so ein bisschen afrikanisch. Ja. Bin mal wirklich gespannt. Hat auch schon jemand gemeint, bei Fruchtlawine könnte ich mal vorbeischauen. Mal schauen. Die sind anscheinend auf Sri Lanka, genau. Mal schauen, ob sich da was ergibt. Muss ich mal anschreiben. Eine Mail schreiben, genau. Und ja, falls ihr noch Tipps habt für Sri Lanka, so, wenn ihr schon mal da wart, postet gerne das Video. Bin da dankbar für jeden Tipp. Okay. Ich habe gerade gesehen, das Video hat gerade abgebrochen, weil ich sehe bei der Kamera, die ich mir gerade ausgeliehen habe, auch gar nicht den Bildschirm. Sehe deswegen nicht, wenn die ausgeht und die nimmt anscheinend nur 10 Minuten auf, weil es nur eine Fotokamera ist. Ich war bei Sri Lanka. Es geht eben nach Sri Lanka. Genau, wenn ihr dazu noch Tipps habt, schreibt einfach unter das Video.
Und ja, freue mich da über jeden Tipp, wie gesagt. Bin da dankbar für. Bin das erste Mal. Ja, genau. Und das war eigentlich so, was bei mir jetzt dieses Jahr dann so ansteht noch in Zukunft. Genau, und dann bin ich mal gespannt, was für eine Kamera es wird. Dann hoffe ich, kann ich euch bald wieder mit einer besseren Videoqualität beehren. Also ich denke schon, dass ich mir da diese G7X holen werde. Mal schauen, jetzt auch in Sri Lanka, das ist eben dann auch schöner beim Reisen, wenn man da was Leichteres hat. Genau, mal schauen. Aber wenn ihr ansonsten noch Tipps zur Kamera habt, ja, dann schreibt. Ansonsten, wenn ihr mich da auch unterstützen wollt, könnt ihr gerne mit dem PayPal-Link unten unter dem Video oder über Patreon spenden. Freue mich da über jeden Euro. Genau. Und der geht da direkt in ja, Videoqualität für euch. Genau. Genau. Aber ist kein Muss. Viele fühlen sich immer angegriffen, wenn man spenden will. Also. Ich werde mir die wahrscheinlich hier holen. Genau. Muss keiner spielen. Ja, ansonsten macht's gut, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend bzw. Tag. Bis dann. Ciao.